Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Diana. Sie gehört der Rolle der Assassinen an und man spielt sie in der Midlane. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch ihre Fähigkeiten, aber auch etwas durch ihre normalen Angriffe entsteht. Außerdem besitzt sie eine moderate Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Mondsilberklinge. Jeder dritte Schlag verursacht zusätzlichen magischen Flächenschaden an nahen Gegnern. Nach Einsatz einer Fähigkeit erhält Diana für ihre nächsten drei Angriffe zusätzliches Angriffstempo. Bei der Q entfesselt sie einen Stoß lunare Energie in einem Bogen, der magischen Schaden verursacht. Dieser belegt getroffene Gegner mit Mondlicht, was sie 3 Sekunden lang aufdeckt, falls sie nicht getarnt sind. Kommen wir zu W. Diana erschafft 3 um sich kreisende Sphären, die bei Kontakt mit Gegnern detonieren und Schaden in einem Bereich verursachen. Sie erhält außerdem vorübergehend einen Schild, der Schaden absorbiert. Wenn die dritte Sphäre detoniert, wird der Schild zusätzlich verstärkt. Die E ist ihre Mondhast. Diana springt zu einem Gegner und verursacht magischen Schaden. Mondhast hat keine Abklingzeit, wenn Diana damit zu einem Gegner springt, der mit Mondlicht, also der Q, getroffen wurde. Mondlicht wird dabei von allen Gegnern entfernt, unabhängig davon, ob sie das Ziel vom Mondhast waren. Zum Schluss zur Ultimate. Diana deckt alle Gegner in der Nähe auf, zieht sie heran und verlangsamt sie. Wenn Diana einen oder mehrere gegnerische Champions heranzieht, fällt nach kurzer Verzögerung das Mondlicht auf sie herab. Dieses verursacht im Bereich um sie herum magischen Schaden und wird für jedes herangezogene Ziel nach dem ersten erhöht. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.